Herzlich willkommen bei Slevin Streamt Sport. Heute geht's weiter in unserem XXL-Multiplayer mit der Costa Rica-Rundfahrt. Die macht richtig viel Bock. Wir schauen uns jetzt das große Finale an, die letzten Etappen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Also ich würde hier sagen, danach kommt ja noch eine schöne Abfahrt, aber wenn du halt da weg bist, bist du weg. Ja, aber hier muss halt erstmal jemand wegkommen. Also, das rollt ja nur. Das sind 24 Kilometer, 3% durch. Eine Abfahrt drin. Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr das ist eine Abfahrt mittendrin. In dem Berg ist eine fette Abfahrt drin. Also ich bin dankbar, wenn ihr den Berg nur hochrollt. Boremanns, chill. Was machst du da? Ich würde eigentlich mit wem auf Bergwertung fahren, aber jetzt dadurch da keine Zeitabstände waren. Ja, das ist ja schade gewesen. Ja, das darf eigentlich nicht sein, also das ist schon ein bisschen blöd. Das darf echt nicht sein, das ist ein Witz. 52. Ist aber halt auch typisch PCM, das muss man da mal so sagen. Ja. Ich glaube, bei dem letzten von den 28 hätten wir, glaube ich, wahrscheinlich über 2-3 Minuten geredet. Ja. Oder mindestens eine. Ja, eine auf jeden Fall. Es hat letzte Woche, glaube ich, auch ausnahmslos auf jeder Etappe geregnet, oder? Ja, ist irgendwie Regenzeit in Costa Rica oder was? Ja, ja. Das ist kein Regen, das sind andere Stoffe. Das ist Kolumbien, was du meinst. Ach so. Also darum schaffen diesmal auch so eine langen Berge hochzufahren. Ja. Wenn wir in Kolumbien wären. Hallo, du hattest Export gemacht. Gruppe, ja, das ist eine. Was ist? Was ist denn? Das ist Export gemacht. Ich hoffe doch. Ja. Sorry, vergessen. Alles gut. Das Drama mit den Lücken hat gerade. Nö. Hattest du nicht mal am Anfang gemeint, dass sogar jeder den Export machen kann? Ja, das war aber ein Irrtum. Okay. Das hatte ich mit jemand getestet, aber da hat irgendwas. Hatte einer von uns eine Fata Morgana. Sieht sie mal eine Ausreißergruppe? Schmeckt. Frage ist halt auch, ist Vlasov immer noch der so klare Favorit? Wieso? Und falls es keine Zeitabstände gibt, musst du über die Platzierung langsam wahrscheinlich ganz schön aufhören. Aber ich denke, also auf Etappe 5 muss es Zeitabstände geben. Die ist ja als Bergetappe klassifiziert und das ist eine Bergankunft. Die andere war aber auch als Bergetappe klassifiziert, gell? Aber Bergankunft ist nochmal was anderes. Bergankunft ist, glaube ich, nochmal eine andere Nummer. Die sah ja gerade ein bisschen verpackt aus, ne? Die war Berg. Etappe 3 war Berg. Stimmt. Aber ich meine, Etappe 5 ist ja Bergankunft. Ja, klar, aber da muss ja erstmal eine Lücke kriegen. Also wenn ich die gleiche Tagesform wie in der letzten Etappe habe, dann wird es einfach. Ja, dann. Dann muss er erstmal kriegen. Ich habe noch 5 andere Möglichkeiten. Chance ist 1/6. Mathematiker hier. 1/7. Das Linie verteilt, oder das Ganze? Nee, weil das genau. Also, wenn es ein Drittel als Null auch gibt, aber es genau. Ist sowieso nicht linear verteilt. Genau, das denke ich auch, ja. Na, Mann, nicht schlecht.
Ich habe das leichte Gefühl, dass sich die Ausrüstergruppe vielleicht ein bisschen übernimmt. Sie haben dich gehört, sie bremsen. Dann machen wir erstmal die Versuche. Das Wasser holen hat nicht geklappt. Ich frage mich, wie jetzt gerade Blasos. Oh Gott. Oh, drei Leute gestürzt, cool. Wieso? Geil, Mann, und zwei von mir. Willst du mich verarschen? Oh. Und dann noch einer von meinen Kapitänen. Ja, frag mich mal. Der Einzige, der doch überhaupt. Oh, unser Hater hat sich gemeldet. Baron Harkon. Den wir als Hater bezeichnet haben. Er hatet uns jetzt, weil wir ihn als Hater bezeichnet haben. Nein, wir haben es ja gar nicht böse gemeint. Aber 10,0 für mein Team ist absolut gerechtfertigt. War nicht der richtige Hater der andere, der da mitgeschrieben hat? Ey, da hat's wieder eingelegt. Das kriegen sich gerade viele auf die Nase. Ja, man kommt halt auch nicht ins Hauptfeld zurück, weil das so schnell fährt. Ach, ausreichend sind jetzt wieder drinnen, also. Und ihr habt euch totgefahren ein bisschen. Kataneo ist frischer als die aus dem Hauptfeld. Aber das ist aber eine Lücke. Kurz gewesen. Ja gut, aber ist er nicht auch der beste Fahrrad von den Werten her? Nee. Craddock ist mit Tagesform heute besser. Es schneit. Alter, wir drücken hier so auf die Tube. Ich finde immer noch, dass wir die Stoffe testen sollten, die da vom Himmel kommen. Nicht, das hat ja nachher als Doping gilt. Also mein Fahrer geht's gar nicht mehr gut. Nee, kein mehr. Hier rast auch wieder einen Berg hoch. Mach doch mal langsam. Aber echt, hey. Ja, ist. Können wir den langen Berg wirklich mal nur rollen? Das stimmt. Sonst schaffe ich das nicht. Kann ich hier ständig Leute vorne raus? Oh, Campenauts. Wo nehmen die alle die Kraft her? Keine Sorge, Slevin, Quintana bezieht das schon. Oder? Nee, von Beko. Nee, Quintana ist tot, ja, schade. Ja, der ist mausetot. Ich ja jetzt auch. Aber ist okay, der hat es gut gepunktet. Damit bin ich zufrieden 18, heute. Genau, 18 Punkte passt. Passt, auch. Absolut. Hast du einfach weg. Wenn wir uns jetzt vorne erstmal alle erholen, können wir vielleicht gemeinsam weiterfahren. Können wir uns im Hauptfeld auch alle erholen? Der Arminizolo. Auf der ersten Etappe dachte er, er kann die Etappe gewinnen. Jetzt muss er sich über diese riesen Berge drüber quälen. Es tut mir sehr leid, aber er hat auf der ersten Etappe hat er so dermaßen versorgt, da muss er jetzt durch. Ich hasse diese Mechanik. Ich habe jetzt, ein Fahrer von mir ist gerade rausgefallen und hat ihn dadurch den Fahrer, den ich gerade zum Wasserholen hinten rausgeschickt habe, mitgezogen. Ja, kenne ich. Frag mal Tao, wie das ist. Vom er auch bekannt war. Aber meistens zieht der Gegner dich dann mit hinter. Nicht der eigene Mann. Bei mir war es jetzt. Bei mir ist original der eine Mann, bei mir sind gerade zwei Leute rausgefallen, das war meine. Digga, was ist ein Piccolo für ein Monster heute? Und das mit einer +1.
Na gut, Lem reißt es raus, sie fallen, dass er stürzt. Hier geht's doch gar nicht hoch. Die Fahrrad tun wir aber auch laut 49 Kilometer Abfahrt, um am nächsten Tag 42 wieder hoch. Genau der gleiche Berg. Geil. Ein bisschen kürzer, aber. Ja, ist das nur von der anderen Seite? Dann ja, ja. Raffiniert. Ja. Können Sie die Absperrung stehen? Ich werde einfach oben schlafen. Ich werde einfach oben schlafen. Nimm das Hotel da oben. Wir holen dich morgen wieder ab. Ist die Etappe auch gleich nur noch 84 Kilometer lang, also warum nicht? Ich muss mir hinten irgendwie 24 Sekunden auf Lund Andresen holen, damit ich nachher nicht letzter MGC werde mit Bauermanns. Na gut, Andresen ist schon um den Sprint gesprintet. Ja, Bauermanns fährt die Berge. Das reicht bei dir. Bin ich mit Andresen schon so weit hinter? 92. Das geht doch noch. Schon 95 sind es noch, oder? Wie viel sind nur im Rennen? Ja, aber du bist noch 14 Sekunden vor mir. Die brauche ich. Oh, warte mal, ich mach mal einen Zwischensprint. Oh, Attila Walter greift an. Der Ex-Levin-Fahrer. Finn geht hinterher. Die Energie würde ich mir lieber sparen. Bin und weiter. Oh Gott, diese Abfahrt, oh, Abfahrt. Diese Abfahrt wird ja der Wahnsinn. Mhm. Super. Jetzt haben wir schon mal eine kleine Abfahrt. Ist ja natürlich steil. Nee, ne? Ah, hat gut regeneriert, muss ich sagen. Die Abfahrt hat gar nichts gebracht. Ja, jetzt wird's lustig. Du bist heute negativ eingestellt. Ich höre euch erst mal an, was jetzt hier kommt. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los, Alter? Oh, ja. Wo sind wir denn hier gelandet? Im Looping oder was? Das ist auch eine Autofalle, oder? Also wenn du da mit dem Auto fährst, dann steckst du da unten immer fest. Schön. Wie ist dein Auto nach vorne da durchgekommen? Kann mir jemand Wasser leihen? Da hat der Kette wieder gelbe Trikot. Vermerke, Buddha, Kostüm. Sind wir nur noch 8 Kilometer? Ich würde gerne Lemmreis eigentlich hier rüber schleppen. Was macht Timber jetzt wieder für Faxen? Der hat Energie sich gespart und jetzt kann er gibt da Gas. Wäre mein Tipp.
Ah, die Attacke war nicht schlecht, muss ich sagen. Oh, hat Maika das jetzt mit einer minus 3 echt überlebt? Das ist ja kein Tempo hier, was gefahren wird. Es war sehr knapp. Ja, aber... Die Helfer sind alle weg. Aber die hatten auch 3 von einem minus 1. Die Helfer sind ja auch dafür da, dass sie hier am Ende hinüber sind. Schade, leider habe ich meinen schönen Abfahrer verloren. Profil ist echt schlimm. Ich habe echt Angst davor, das morgen hochzufahren. Ach Gott, ey. Nicht flüchten hier. Ich kann euch nicht auswählen, um dran zu bleiben. Nur noch 30 Kilometer. Also irgendwer hatte doch vorhin wegen Flasos gelben Balken gefragt. Der ist jetzt wieder voll. Ja, das denke ich mir. Ja. Cool. Aber Lost and Feather ist auch voll. Zimmermann ist auch schon wieder voll mit dem Gelben. Und Zimmermann war oben komplett leer. Also der hatte keinen roten, kein Gelben. Der war komplett leer. Dadurch, dass halt der Abfahrt auch viel Alter, die Abfahrt ist ja geisteskrank. Ja, ja. Warum? Dann wissen wir am nächsten Tag, der Anstieg aussieht. Nur Schiss, dass Bade jetzt auf einmal abhaut. Ich hoffe halt, dass wir jetzt auch eine Lücke kriegen auf die A1-Gruppe. Ja, das müssen wir. Also das ist jetzt ein Riesenabstand. Ja, Bade muss mal Tempo machen. Ich bin schon mit Cataneo jetzt vor mit meinem besten Abfahrer. Ich muss sagen, Costio hält sich auch mit seinen 72 Abfahrt, hält er sich ganz schön gut. Ja, weil es halt so kurvig ist. Kannst du auch nirgendwo aufholen. Na, jetzt hier wieder so ein bisschen vielleicht. Also ich fahre 99 die ganze Zeit. Also das ist viel bringend. Ich auch, und der Balken bewegt sich nicht. Nee. Ja, jetzt mal. Seven, Tipp, Wasser holen. Ja, stimmt, danke. Bormann stirbt da hinten gerade ohne Wasser. Ich wollte gerade sagen, lass mal hinten ein bisschen fahren, sonst nachher fallen die noch OTL. In A14. Also ich sag mal so, wegen Wasser holen, bei mir hat es vorhin geklappt mit Großschadner. Bei mir hat es nicht geklappt, das Wasser zu holen. Würde jetzt nichts riskieren, ja. Nee, würde ich auch nicht. Ich mach nicht den Tau jetzt. Die Abfahrt ist doch geisteskrank, das will mir doch keiner erzählen. Und das geht gleich auf Etappenergebnis, ja, viel Spaß. Vor allem geht es jetzt gleich Buckel hoch. Ja? Auf der nächsten Etappe fahren wir das ja hoch. Ach so. Das meine ich. Das ist völlig geisteskrank hier. Hinterher, Hilfe. Da ist einer rausgefallen vorne. Cepeda. Ja, der hat nur 69 Abfahrt, vielleicht gefährlich. Maika hat heute 66. Ja. Minus 2 hat Cepeda noch. Okay. Das... Also auf Abfahrt. Minus 2. Ja. Ja, das erklärt's dann. Maika hat minus 3 auf Abfahrt, dem geht's auch nicht gut. Von Hauke hat sowieso nur 65. 0 mm weg. Naja, eben. Ach Gott, was für eine Ankunft schon wieder. Von wer holt sich's? Ich! Komm, Junge! Nein, natürlich nicht! Nein. Matthews. Wieder Matthews. Der schaut der Zweite! Maika wird Vierter mit einer Minus 3, ist klar. Alter, ich sah so lange aus, als würde ich das gewinnen. Jetzt bin ich Achter, oder was? Oh. Frustrierend. Also wenn das keine Abstände gibt, dann weiß ich es auch nicht. Hier, ob Schmied oder ob wer, ob wem.
Ab 8, ab 19. Müsste Abstand geben, würde ich sagen, oder? Ab Cepeda. Cepeda eigentlich schon. Cepeda 18. Nee. Doch, gab Abstände. Doch. Jawohl! Doch, doch. Aber Cepeda hat uns ein bisschen rangezogen, ist gut. 10 Leute noch. Ah, 5 da. Ja, jetzt wird's langsam. Zimmermann gelb? Zimmermann führt. Wo kommt das jetzt? Woher? Ja, Zimmermann muss jetzt fahren, finde ich gut. Sechs ist halt auch eine Wir Fläche. Fahren halt jetzt echt die gleiche Scheiße einfach nochmal zurück. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, klar, wir fahren jetzt diese Höllenbergabfahrt hier nochmal komplett hoch wie so Geistesgestörte. Ja. Unfassbar. Und dann schon wieder mit so einer Scheiß-Tages. Oh Gott. Ich bin so froh, die Woche dabei zu sein und dass ich die Woche ausgewählt wurde von den Ersatzfahrern. Und leidest du schon? Also es ist schon auf jeden Fall geil und es wird bestimmt nochmal geiler, wenn irgendwann mein Team frei wird und ich ein eigenes habe. Absolut. Das Profil von dem Berg rechts oben sieht aus, wie wenn ich meinen PC defragmentieren will. Oh Gott, ja, absolut, genau so sieht's aus. Wie eine PC-Defragmentierung. Ach, come on. Das ist nichts für Jan Ulrich, der Berg. Heieiei. Oh, das ist hier sehr unpraktisch. Ja. Aber bisher bewahrheitet sich, dass man auch mit einem recht schwachen Fahrer hier mal was reißen kann. Also Kostju war jetzt gerade auch vorne. Ich habe schon meine ganze Verpflegung aufgebraucht. Gar nicht mal so gut. Nee, aber die fahren alle tot. Papa, mit die Achter noch nicht wieder ganz nach hinten drängen, was soll denn das? Können wir den Berg einfach mit 20 hochfahren, alle zusammen? Meinst du, dann schafft es auch Borremans? Weiß ich nicht. Hat sich's beruhigt, ne? Glaub nicht. Ja, jetzt hat halt auch jeder gemerkt, dass wenn er so weiterfährt, er 5 Kilometer weg ist. Oh, ich finde es so geil mit den neuen Fahrern hier. Ernsthaft, jetzt Fietzke vorne. Das ist doch geil, oder? Borremans. Ich finde das toll. Ach, was fahrt ihr denn nicht hier schon so schnell hoch? Muss doch nicht sein. Borremans ist 29. in der Punkte. So, und jetzt... Jetzt beruhigen wir uns alle, fahren hier ganz entspannt eine 55. Und dann passt das. Und zwar 20. Mit Fietzke 55. Ich hab 20 gesagt. Also mit jedem von jedem anderen dann 20. 55 ist zu kommt, viel. Der Fietzke 55, guck dir mal die Werte an. Ja, bitte. Das meine ich ja, da muss jeder. Ja, aber ich komme mit 55 hier nicht hoch. Also ich glaube, für den Start ist so eine Rundfahrt ganz lustig. Aber man braucht es jetzt auch nicht jede Woche. Aber ja, also ich finde, das ist also mit Abstand nicht die schlechteste, das macht Bock. Ja, ja. Ja, ja. Also 10-mal mehr als die Sprint-Scheiße, die wir vorher hatten. Ja, als Season Opener. Aber jetzt funktioniert der Sprint super, jetzt kannst du daran genießen. Ja. Also Spiralenkaiser hat ja aber auch was vor, oder was? Ich verheiz nur die irgendwann ein paar Kilometern rausfallen, weil sie vorhin schon rausgefallen sind. Wir haben noch 20 Kilometer, ist euch schon klar. Da sind auch 20 zu viel. Klar. Wann kommen eigentlich die Zwischenabfahrten, die wir gerade beim Hochfahren hatten? Leider diesmal nicht, ne? Ja, beim Runterfahren. Die sind da ausgebaut worden.
in der Nacht. Ja, ich brauche die aber langsam. Also mein letzter Helfer macht gleich einen Abflug. Ja, deswegen ist jetzt auch bergauf um 6 Kilometer kürzer wie vorhin bergab, bei den Zwischenabfahrten wechselnd. Ja, so. Genau, so ist es. Ich frage mich, ob wir auch wieder über die Achterbahn jetzt von der anderen Seite gleich drüber fahren. müssen wir eigentlich. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich genau der gleiche Weg zurück ist. Das ist halt die Frage. Ich schätze schon. Nein, mein Helfer macht gleich einen Abflug. Du bist zumindest deutlich langsam unterwegs, da ist die Achterbahn immer so schlimm. Also unseren Zuschauern gefällt die Rundfahrt auf jeden Fall. Den Fahrern nicht. Nee. Ich finde es ja auch ganz gut. Teilweise. Geil, Herzog hat den Sprung nach vorne nochmal geschafft, aber jetzt ist der Balken auch leer. Na, hoffentlich reicht das Wasser noch bis zum Berg oben. Wird schon. Es schneit ja jetzt auch, gell? Es ist kein Regen mehr. Wie ist die letzte Etappe dann ungefähr? Die ist flache Etappe quasi. Flache Etappe? Ja, also eine flache Etappe mit ein paar Hügelchen. Rundkurs mit ein paar Hügelchen. Ah, ja, habe ich vorher gesehen, stimmt. Du kannst jetzt auch nachschauen. Ja. Ich erinnere mich. Ja. Kannst du gerne nochmal einblenden. Beim 6. und 8. Mal hast du eine Sprintwertung. So, jetzt dünnt sich Schritt für Schritt aus. Oh Gott, das Schlimme ist ja, in 7 Kilometern sind wir erst bei der Bergwertung. Und dann sind wir noch nicht mal ganz oben. Es geht ja noch weiter. Ach komm, ihr wollt mich doch verarschen da in Costa Rica. Wir schleichen aber auch wirklich hoch jetzt. Es ist zu schnell. Es ist trotzdem zu schnell. Ich habe keinen Fahrer mehr. Ich weiß nicht, wie die hier vorne doch mit 4 Leuten fahren. Ich weiß es nicht. Ich hab noch alle 6 vorne. Es ist noch komischer. Ja, du hast ja auch ein so richtig krasses Team. Dir wundert mich das jetzt nicht. Ja, ich hab lieber ein schlechteres Team, weil ich kann einfach nicht, ich bin nicht so gut im Spiel. Ja, dann ist es umso besser, wenn du bessere Fahrer hast. Keiner hat Wasser, keiner hat Verpflegung, ist genau das, was man braucht. Ich dachte, wir sind oben bei der Bergwertung und es geht noch weiter. Ein Überlebenskampf. Das ist wirklich ein reiner Überlebenskampf. Kommt die Achterbahn. Kein Wunder, dass hier die Etappe einer mit, keine Ahnung, 13 Minuten Vorsprung oder so gewonnen hat. Die anderen sind ja alle gestorben im Berg. Ja. Das ist der Einzige, der überlebt hat. Stell dir mal vor, der würde einfach Pogacar mitfahren und nur so Amateure. Der würde hier am Berg wahrscheinlich 15 Minuten rausfahren allein oder 5 mehr. 5 Stunden. Ja, das wäre safe, crazy sogar. Ja. Solo von Anfang an. Wie ist ja, das wäre ein Solo von Anfang an, weil ich meine, guck mal, der Berg geht da direkt los. Na, wie ist Herzog eigentlich immer noch hier drin? Der hat seit 20 Kilometern weil keinen Regen und keinen roten Balken. Weil keiner richtig Tempo machen kann. So, jetzt ist er weg. Jetzt kommt Quintana. Auch Wasser.
bin mir ziemlich sicher, dass es auch hier keine Lücken geben wird. Stimmt, wenn ich mir das Och. So an... Obwohl doch der letzte Berg hat ganz schöne Rampen. Ich glaube auch, dass da noch was zerfällt, oder? Meinst du nicht? Ja, der letzte Berg wird noch was. Schauen wir mal. Ja, kann schon sein. Sind wir jetzt endlich mal oben? Das Problem ist, du kannst halt auch kein, also es sind halt eigentlich alle Fahrer gleich tot und keiner kann irgendwie attackieren, weil es halt viel zu flach ist. Also auf der Etappe wird, also wird es wird mich stark wundern, wenn hier was passiert. Ja, und guck mal, schon ja. Ist fährt der erste weg. Ja, ja, aber was, der verhungert oben. Also klar, der kann es probieren, aber der wird oben verhungern. Weil wir sind 34 Mann, also die Helfer werden sich alle wieder regenerieren. Und dann haben wir wahrscheinlich eine recht kontrollierte Nachführarbeit sogar, wenn dann von den Favoriten jeden einen durchschickt. Und ich sehe jetzt hier, Slevin hat 2, ich habe 3. Vlasov hat sowieso noch Leute, Pumi hat auch noch einen Helfer. Also Maika hat 0 als Hilfe. Ja. Oh geil, okay, ich hab wieder also, mit einem Wasser. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie Zimmermann das überlebt hat. Der war 10 Kilometer vor Ende des Berges, hatte der einen Millimeter gelben Ball. Ja, weil keiner Tempo machen konnte. Ja, ja, wir haben dann rausgenommen, ne? Sogar mein kaputter Helfer ist zurückgekommen. Ich hatte zwischenzeitlich gerade so noch ein bisschen Brot nur noch mit Van Hogge. Aber ich habe auch keinen Kapitän, also so... 10 Minuten Rückstand, perfekt. Ich musste irgendwas probieren, deswegen habe ich einfach Tempo gefahren am Berg. Ist natürlich ideal für Vlasov auf die Situation, weil der kann er seinen Punch auspacken gleich. Oh, da bleibt einer. Viele Platten, ne? Ja. Also du machst nur ein Häkchen und dann... Ich mache nur das Häkchen, mehr geht nicht. Mehr kann man allein gar nicht ich habe da schon 3 Stück. Plattenwahrscheinlichkeit mal 10. Aber vielleicht hängt aber für alle wirklich... außer Schwabenländer. Stimmt, ich hatte noch keinen. Ich hatte wirklich ich schon 3. Ja. Da sind die Wellen. Ich hatte auch keinen. Hey, das ist okay. Aber von der Seite ist nämlich ganz so schwunghaft. Oh, da attackiert Quintana. Oh, ja. Das ist keine Bergwertung, du kannst wieder zurück. Den könnt ihr fahren lassen, 14 Minuten Rückstand. Und das Schwabenende reagiert. Nichts gönnt er einem. Nichts. Nicht das Zahnweh. Gönnen einander das Zahnweh nicht. Eine wunderschöne Floske. €5 fürs Rasenschwellen. Oh, das wird uns schon sehr voll. Quintana fährt jetzt 14 Minuten vorne raus. Ja, Quintana ist ja gar keine Gefahr fürs GC. Wir müssen den einholen. Der fährt 14 Minuten raus. Das ist, weil ich diese scheiß Ansicht habe. Ja, fahre ich nicht hinterher. Bin ich der Favorit auf gar keinen Fall. Ja, Zimmermann. Übrigens, Kevin. Jawohl, warum fährt er nicht? Was? Zimmermann soll fahren. Nee, ich habe keinen Helfer. Pech, er muss kommt mir bekannt vor. Ja, er muss ja Zimmermann, kann ja, helfen wir uns? Er kann ihn ja fahren lassen. Er hat ja 6 Minuten Rückstand oder so. Zimmermann, wir helfen uns. Ne? Dann werde keine Hilfe. Übrigens, im Ziel gibt es keine Bergpunkte, ne? An Quintana. Ja. Aber der will halt die Etappe gewinnen. So ein valider Versuch. Im GC hat er eh keine Chance. Ja. Also warum nicht? Eben. Und er hat hinten immer noch Neroka und Grass. Krass, aber noch ein sehr heißer Kandidat fürs Schießen. Ich finde, man kann Quintana da jetzt einfach ziehen lassen. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass man ihn komplett ziehen lassen kann, aber... Also aus GC-Sicht schon. Jeder, der die Etappe holen will, nicht. Und ich meine, es gibt keine Bonussekunden, die er wegzieht, also... Ja. Sonst wäre das auch nicht so ausgeglichen vorne. Es sei denn, es will doch unbedingt immer die Punktewertung, ich weiß nicht, ob es da... Ja, Maika ist Dritter. Nee, die ist nicht mehr. Das ist ein Megasturz. Eieiei. Oh, zweimal Tim. Oh. Da müssen wir jetzt Tempo machen. Down in the middle.
Das Tempo geht wirklich hoch, oder? Würde ich mir jetzt sagen. Nee, ich glaube, das bildest du dir nicht ein. Quintana wartet, weil er ein Sportsmann ist. Ah, wissen wir über euch in der Gruppe das gut, dann kann er nicht sein. Ja, das ist natürlich bitterer Sturz jetzt. Ist korrekt. Da und noch einer. Spaß. Die beiden sind also behindert. Ja, jetzt. Ich frage mich halt, warum jetzt. Ist auch unglücklich. Ich frage mich halt, warum jetzt vorne Tempo. Ja, das freue mich auch. Ist ja keiner vorne. Ich habe nichts damit zu tun. Man muss ja seine Konkurrenten schwächen und du bist der stärkste Spieler. Nicht von den Fahrern her, sondern von dem Skill her. Nett. Du gewinnst das locker mit Stone-Emitted die Etappe, also. Stone-Emitted? Ja. Es geht, glaube ich, eher um Katané, oder? Oder Craddock. Craddock. Jetzt überbrückt er das mal klar. Also im GC ist Lawson. Craddock. Stimmt, er fährt für Craddock. Ja. Das finde ich echt. Ja, da war auch krasse Werte. Wieso hatten der so gute Werte? Krass. Ich kenne den Typen nicht mal. Für welches Team fährt denn der? EF? Ist das noch EF? Ich glaube schon, ne? Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt gar nicht. Er weiß es nicht mal selber. So, andere Frage. Ist irgendwer von den Top 10 im GC nicht vorne? Ja, ich bin gestürzt. Achso, ja gut. Aber, und Craddock ist ja auch aktuell nicht vorne. Na scheiße, okay, ist vorne. Dran. Oder? Schafft das? Craddock ist dran. Ei. Oh, warte mal. Ne, noch nicht. Also doch, Craddock ist dran. Und Pool fällt er. Craddock ist da. Ja. Harper ist Pool hat den Lippen geholfen. Wie lange ist denn der Schlussanstieg? Wieso steht das nirgends? Richard. Der wird heftig. Der wird, glaube ich, heftig. Da gibt es auf jeden Fall Zeitabstände. Da entscheidet sich jetzt die Rundfahrt. Die Etappe ist als Bergetappe deklariert. Fuck, ich habe vergessen, was sie tun. So, dann mal rein ins Finale. Wie viele Kilometer werden das sein? So 8 oder so am Ende? Keine Ahnung. Nee, weniger. Könnte hinkommen. Na doch, 8 könnte hinkommen. Weil der schwarze Balken könnten 5 sein. Dann nochmal 1 oder 2 dazu. Also 7 wahrscheinlich. Ja, weniger, glaube ich. Oh, hinten sind zwei von mir gestürzt. Ja, von mir auch einer. Wieder Sturz oder was, Alter? Wie viele stürzen denn hier? Ja, aber ganz hinten, der ist ja nicht. Lunda Andresen, das dritte Mal.
Der hat auch keinen Bock. Der macht dann Roglic. Und Andresen liebt Böen. Ja. Hat er jetzt den letzten Platz hoffentlich dann sicher? Gibt Punktabzug. Was? Steht nicht im Reglement. Absichtlich letzter werden durch 3 Stürze. Mangelndes Talent wird bestraft. Minus 1000 Punkte. Mangelndes Fahrtalent auf dem Bike. Nicht gestattet. Schafft nicht mal Vögel so oft zu stürzen. Den kennt man nicht. Der ist schon nicht ohne der Berg, ne? Aber er ist trotzdem nicht so selektiv bis jetzt. Also Zimmermann wird kein Rundfahrtsieger, das kann ich sagen. Also Maike hat 0 Rot. Und Gelb ist jetzt der letzte Strich. Zimmermann ist weg. Keine Chance. Nein. Oh, nein, jetzt ist er blatt. Oh. Ja, das war's. Oh, das wird eine Lücke geben. Der angezogen, Alter, das kann nicht wahr sein. Oh je, ist der weg. Platz 12 oder so. Ah, wieder bloß Zweiter, das gibt's doch nicht. Der Bardet, und ich glaube, Bardet und Martinez werden jeweils eine Lücke kriegen, vermute ich. Für mich war halt der Tod, ich hatte keinen einzigen Helfer. Ich hatte mit allen 6 Fahrern negative Tagesform, insgesamt minus 8 und Kra minus 2. Wenn was ausschlägt. Oh, ich hab dich spät attackiert, Flaser hat noch gezogen. Das ist eigentlich echt heftig gewesen heute mit der Tagesform. Ja, ich kann jetzt immer mal nichts machen, wenn der keinen Helfer hat. Ich müsste den Berg komplett alleine mit Punkt fahren. Ja, ich mit Maike auch, der ist auch ausgefallen. Ja, und Maike ist halt ein stärkerer Fahrer als Zimmermann. Ja, trotzdem keine Chance, also. Boah, diese Rundkurse, ey, mit denen werde ich einfach nicht warm. Ist doch jedes Mal das Gleiche auf denen. Ist immer Stress pur. Es ist immer stressig. Es liegt an dir. Gewinn oder verlier. Das Rad neu erfinden. Fahrer an dich binden. Du entscheidest selbst. Du gewinnst oder fällst. Deine Dynastie. Sing sie in die Knie. Nicht durch die Wand. Liegt in deiner Hand. Cycling Manager Karriere. Für Ruhm und Ehre. Deine Dynastie. Deine Dynastie. Deine Dynastie. Hältst du fest? Gibst du ihm den Rest? Bleibst du treu? Orientierst du dich neu? Dein eigenes Schloss. Du bist der Boss. Deine Dynastie. Zwing sie in die Knie. Brich durch die Wand. Es liegt in deiner Hand. Cycling Manager Karriere. Für Ruhm und Ehre. Deine Dynastie. Deine Dynastie. Deine Dynastie. Da! Falter! Ich kann. Oh mein Gott. Ich bleib einfach stehen. Das ist jetzt eine schlimme Zielankunft. Ey, was für eine Zielankunft. Yes, come on! Was für eine wunderschöne Zielankunft. So muss es sein. Das ist so schön. Yes, Schnitzolo. Hat sich doch gelohnt, den Sprinter über die Berge drüber zu schleppen. Das Seven Cycling Team.
Treffer, das ist ein 1. Yes! Ja, Mike ist dritter. Yes, und das Geilste ist, Kra hat noch Kraydok in der Gesamtwertung überholt. Oh, ist das eine Genugtuung am Ende. Jetzt machen wir noch auf die 9. Immerhin die Teamwertung gewonnen. Mike ist dritter bei der Punktwertung, hat sich doch noch gelohnt. Boah. Slam und Stream Sport ist der richtige Ort. Slam und Stream Sport, wo Gamer sich versammeln. Vor dem Rechner gammeln. Slam und Stream Sport. Lasst uns feiern, lasst uns zocken. Gemeinsam durch die Sportwelt rocken. In Leidenschaft vereint. Das nächste Video erscheint, Slam and Stream Sport.